Hallo liebe Community, hier ist wieder euer Leo Fair von Möbius Gaming und heute widmen wir uns mal den Parasiten. Ja, der Neuraxwurm, den wir vorher hatten, der ist im Grunde auch eine Art Parasit, Gehirnparasit. Es gibt ja Gehirnparasiten, Blutparasiten. Oh, Herr Jemine, fragt mich nicht, was es noch alles für Parasiten gibt, die sich an unterschiedlichen Körperteilen halt festsaugen. Das ist jetzt sehr schlüpfrig, aber ändert nichts daran, dass Parasiten hier bei Plaguing Evolved die einfachste Form zu gewinnen sind. Ah, extremophil, das habt ihr ja vielleicht noch mitbekommen. Darwinist, nehmen wir mal Base Oxidation, Insert, ihr kennt das ja schon, ne? Kann Transmissionen ausbilden. Ich hätte ganz gerne Get mehr DNA from popping Biohazard. Genau, das nehme ich ja fast immer. Terazyt. Ach ja, nehmen wir mal Aerozyt. Verbreitet er sich ein bisschen weiter über große Distanzen. Ein geringerer Bonus in allen Umgebungen finde ich auch gut. Ja, ihr werdet sehen, das ist der entspannteste. Ich nenne ihn auch Wurmi. Das ist jetzt nicht besonders kreativ. Also nenne ich ihn Wurmi. Oh, ich habe keine Ahnung. Wurmi. Wurmi. Stealthy. Stealthy Wurmi. Wurmi Stealthy. Ja, ich bin nüchtern. Ich habe einfach nur gerade gute Laune. Das ist wirklich der entspannteste. Ich werde euch auch gleich zeigen, warum das hier der entspannteste ist von allen. Wir fangen wieder in Egypt an. Tut mir leid, Egypt, aber ich finde eure Wurmi Stealthy beginnt in Egypt. Ja, guckt euch das einfach selber an. Hier, wir gucken uns das direkt mal an. Sogar bevor ich noch was aufsammle. Hier, das ist die OP-Ability. Für 3 gibt es Symbiosis. Becomes more in tune with host, making it less likely to be noticed. Guckt euch mal an, wie gering die Gefährlichkeit von dem bisher schon jetzt ist. Und das Ganze lässt sich sogar noch weiter herunterreduzieren oder runterregulieren. Ja, das ist eigentlich ein Auto-Win. Erreger. Ich gehe auch davon aus, dass der zu den beliebtesten gehört. Oh, das ging ja schnell. Ich mache auch gleich mal hier Evolve. Hallo. Ja, seht ihr, wir sinken damit auf 0. Transmission können wir eventuell ausbilden, automatisch. Deswegen lasse ich es jetzt sogar mal durchlaufen hier. Mit ein bisschen Glück werden wir nämlich gleich Transmissionen ausbilden, umsonst. Und, Vital to High Tech Society. Ja, ist schön. Also wir sind wirklich unsichtbar. Niemand wird uns sehen. Also es wäre schon ein bisschen frech, wenn die uns hier entdecken würden. Wir werden aber mal Abilities entwickeln. Wir sind jetzt gerade in einem heißen Gebiet. Oh, warum war das hier? Daran soll es nicht liegen. Guckt euch das an, gleich geht es ein bisschen schneller hoch. Also, ihr müsst jetzt ein bisschen geduldig sein. Das ist fast wie der Pilz, das wird ein bisschen länger dauern. Ich mache hier nicht diese Speedruns, an denen habe ich wenig Interesse, muss ich zugeben. Das ist nicht mein Spielstil. Ich gehöre eher zu den Leuten, die das ruhiger angehen lassen. Ich hoffe, es ist ein bisschen entspannter. Ja, Stealthy Wurmi. Wollen wir das hier nochmal? Das? So, schön. Ja, das sind die Grundzüge, die brauchen wir. Wenn er schon ein bisschen weiter ausgebreitet ist, vielleicht sollte ich doch mal eine Transmission per Hand entwickeln. Wir sind in einem warmen Gebiet. Wie wollen wir mal den hier und wie wollen wir das hier. Gut, weiter geht's. Also per Flugzeug und per Mücke, was im Grunde fast dasselbe ist. Wurmi Stealthy ist jetzt hier. So, ja. Ja, Soja. Soja sollte man mal überdenken. London Olympics Mystery. Ja, schön. Wie ihr seht, hier breiten wir uns langsam aus. Ja. Was kann ich euch dazu nochmal genaueres erzählen? Warum dieser Parasit so...
Parasiten leben ja davon, dass der Wirt lebt auch im Grunde. Das ist übrigens das Schöne. Ein Parasit oder viele Parasiten töten eigentlich ihren Wirt nicht. Nein, wir wollen keine Zysten. Warum kriegen wir jetzt hier Zysten? Das macht mich ein bisschen böse. Die Wolf. Ja, wir kriegen jetzt zumindest Punkte wieder. 1, 2. Guckt euch das an. Seht ihr, das liegt ganz von alleine. So. Schön kann das sein. Hier, wir haben jetzt über 34 Punkte über. Ja. Und, ja, hier geht's jetzt weiter, ganz langsam. Mehr als Tuberkulose, aber die 12 Millionen Leute sind dann noch immer noch gar nicht. 18, 20. Ihr seht schon, jetzt schlägt nämlich voll die Mücke ein. Also, ne? Und, wenn wir nochmal Vögel dazu nehmen. Ja, damit hat sich das schon fast erledigt hier. Jetzt geht's richtig ab. Es dauert natürlich einen kleinen Moment, bis unsere Evolution oder bis unsere Fortentwicklung von Symptomen oder Transmissionen oder auch Fähigkeiten einschlägt. Also man muss immer eine kleine Minute warten. Das Ganze wird übrigens noch heftiger bei den Prionen. Also bei den... obwohl ist das bei den Prionen? Ich glaube, das war in der Tat bei denen, dass die sich so langsam entwickeln, dass auch wenn man jetzt eine Fähigkeit ausbildet, dann dauert das bei denen erheblich länger, bis es aktiv ist. Auch eine Widerstandsfähigkeit oder so, zum Beispiel gegen hier das hier, Genetic Hardening, gegen Entdeckung halt, ne? Das ist bei denen echt hinderlich. Das muss man bedenken, wenn man die Livestock, ja, schön, oh, das ist ganz schrecklich. Seht ihr, und zack geht das hier ab, hier in Afrika. Hey! Beziehungsweise auf Afrika. Das ist mein Kontinent. Wir sind auf dem Kontinent Afrika, wir sind in Afrika, in Europa, okay. Na gut, wenn man das handhaben will. Was man aber nicht mehr handhaben kann, ist unsere Krankheit. Die wächst nämlich immer schneller oder breitet sich immer schneller aus. 88 Millionen. Ja, guckt euch das an. Hier oben schon Island, hier drüben jetzt. Ja, also die Transmissionen, die wir haben, sind super heftig. Übrigens wurde jetzt, wenn ihr euch das jetzt anguckt, heute ist der, 26.04. Nein, heute ist natürlich der 11.03.2014. Und als die Speedruns neu eingeführt wurden, jetzt in den vergangenen Tagen, haben einige Leute da einige Exploits verwendet und so Punktezahlen erreicht. So, was weiß ich, in 120 oder 180 Tagen die ganze Welt infiziert. Guckt euch das mal an, wie lange ich hier brauche, bis so die ganze Welt infiziert ist. Rogue mit, und ich habe selbst Transmissionen, die mir jetzt hier noch helfen. Oder wer das gesehen hat, das Virus-Let's Play von mir, das ist ja auch sehr entspannt, ich lege es ja nicht so massiv drauf an. Aber da hat mir der Virus total unter die Arme gegriffen mit seinen Transmissionen, ne? Und wie schnell das dann für meine Verhältnisse halt hier schon ging. Und da weiß ich gar nicht, wie man das in 120 Tagen schaffen soll. Na, ich weiß zwar, wie man in 80 Tagen um die Welt reisen kann, aber ich habe keinen Plan, wie man hier die ganze Welt infiziert in 120 Tagen. Da mache ich lieber Urlaub in der Zeit. In 120 Tagen um die Welt. Ja, schön. Bevor wir aber noch mehr gute alte Belletristik oder Romane rezitieren, gucken wir uns erstmal an. Wir haben 146 Punkte, wir könnten eigentlich in der Tat langsam was rausarbeiten. Insekten 2, oh ja, das ist ganz schrecklich für warme Kontinente, aber ich denke eher, dass wir was anderes machen müssen, nämlich hier. Das hier ist eher wichtig. Ihr seht, unsere Infectivity ist nur moderat. Nicht toll, nicht schlecht, aber es ist auch nicht notwendig, dass wir da jetzt noch mehr reinpacken. Das wird alles von ganz alleine. Festival of Love in Finnland. Ihr seht, die können uns nicht entdecken, weil wir einfach nicht da sind. Wir sind unsichtbar. Na, wir sind völlig unauffindbar. Nein, wir wollen das Anämie-Symptom nicht. Es wäre zwar immer, eigentlich können wir das Anämie-Symptom sogar drin lassen. Weil uns findet niemand. Wir sind einfach immer noch unsichtbar, weil unser Bedrohungslevel einfach so niedrig ist. Das heißt, man kommt nicht an uns ran. Das ist das Großartige. Das ist das ganz, ganz Tolle am Parasit. Wer dem Game mal eine Chance geben will und vielleicht bei einem Freund auf dem Pad mal zockt oder auf dem Tablet oder was weiß ich, am PC und wer einfach nur mal entspannt das Spiel kennenlernen will, dem empfehle ich wirklich den Parasit. Bird 2 Transmission. Ja, jetzt ist sowieso Schluss. Jetzt kann die Welt einpacken. Wenn Bird 2 draußen ist, dann gute Nacht.
Ja, ihr seht hier, Grönland ist der einzige, der noch Widerstand leistet, ne? Ein Dorf. Ja, und gleich ist es auch schon wieder vorbei. Ja, ihr seht, Parasit ist... Parasit, da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist ganz, ganz, ganz... ganz einfach. Selbst auf mega brutal ist der auch einfach. Da müssen wir erstmal gucken. Okay, Husten, Husten ist kein Problem. Können wir mit umgehen. Parasit kann das doch kraftvoll machen. Das heißt, wir haben schon zwei Symptome, Anämie und Husten. Und trotzdem, das haben im Grunde alle Leute. Ne? Man muss natürlich immer sehen, wie die Symptome ausgebildet werden. Nicht jeder entwickelt ja immer explizit diese Symptome, sondern es gibt ja häufig Symptomkomplexe. Wobei bestimmte Symptome natürlich, wie nennt sich das? Also ich sag jetzt mal, hinweisgebend auf eine bestimmte Erkrankung sind. Ne? Das bedeutet halt, dass man am bestimmten, das Ausbilden von, bestimmte Krankheiten sind ja daran nach auch benannt. Masern, Pocken. Man hat bestimmte Ausschlagarten, die erkennbar sind. Zysten können wir immer noch mitleben, kein Problem. Zysten können wir auch mitleben. Ich baue sogar nochmal das hier mit ein. Und zack, wir sind wieder unsichtbar. Joa, damit hat sich das schon bald erledigt, ne? Das heißt, man kann die ganze Welt umbringen und weiß noch nicht mal, dass da überhaupt ein Erreger ist. Das finde ich wirklich heftig. Ich finde Parasiten schon ein bisschen übel. Wie sieht's denn aus? Kein einziger Kontinent ist nicht infected. Oder kein einziges Land ist nicht infected. Dann können wir gleich wieder mit einem schönen Symptomkomplex um uns schlagen und dann ist das Ganze vorbei. Ja, wir können ja sogar gleich schon mal anfangen hier. Ne, hier ist ja... Gucken wir mal, was wir hier machen für Symptome. Wieder das gute alte Organversagen. Multiples Organversagen. Koma. Seht ihr, jetzt kommt hier auch die Severity mit rein. Und dann das hier noch. Und die Ability. Guckt euch das an, auf Stufe 3 nimmt das noch so einen großen Klotz weg. Guckt euch mal an, wie viele Punkte wir trotzdem noch übrig haben. Das ist ganz heftig. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Das war's. New Minor Disease. Ja, so Minor sind wir gar nicht. So Minor sind wir nicht. Das ist ein bisschen... There are no healthy people left. Oh, hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass das so schnell geht. Ja, USA, ob die jetzt noch die Flughäfen zumachen oder... Ich meine, das ist nun wirklich einer der tödlichsten Symptomkomplexe, den wir seit langem haben. Und die Leute können fast gar nichts mehr tun. Ich glaube aber allerdings wirklich, dass tödlicher geht nur mit... Ich glaube, noch tödlicher sind in der Tat ist nur der Neurax. Der Neurax-Wurm. Weil der halt diese Selbstmordrate erhöht. Und ich glaube, dass das ganz heftig war. Der hat so zwei, drei Symptome, die man ausbilden kann. Und mit denen geht das noch schneller. Aber das hier ist wirklich, wenn ihr euch sagt, ich möchte gerne auf mega brutal spielen. Und es soll höchstwahrscheinlich funktionieren, dann lohnt sich das hier. Dann ist der Parasit euer Erreger der Wahl. Das kann man so sagen. Der ist halt sehr entspannt. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass man an den Speedruns teilnimmt oder so. Ich kann mir vorstellen, dass der Virus da sehr stark ist. Mit dem Ausbilden von Transmissionen wissen wir es nicht. Ja, wie gesagt, ich habe noch keine Speedruns gemacht. Vielleicht mache ich mal welche über Zeit. Ja, aber auch nur einfach aus Interesse heraus. Also nicht, um da jetzt explizit das Ganze zu machen. Okay, ihr Lieben. Ja, ihr merkt, meine Nase ist auch leicht zu. Aber ist egal. So, wir haben das jetzt auch schon fertig. Ne? Wie immer, bleibt gesund. Ne? Ja, es ist ein ganz, ganz heftiger Symptomkomplex. Immunsuppression haben wir noch geschenkt bekommen dazu gerade. Da fallen die Leute wirklich um wie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Fällt mir nicht so ein. Also hier auf Brutal ist das alles noch sehr entspannt. Ja, 800.000 Leute, 700.000, 6, 5, wow, das ist wirklich schnell. Wurmi Stelzi. Es ist hier nicht so, dass wir hier einen besonders intelligenten Namen gewählt haben, aber wir haben einen sehr sicheren Weg gewählt, um zu gewinnen. Auch nicht keinen so extrem schnellen, aber sehr sicher. Wurmi Stelzi has successfully eliminated all life on Earth. Ja, ich bedanke mich bei euch erstmal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das hier ein bisschen was gebracht hat. Ne, wenn ihr auch mal ausprobieren wollt, mit welchen Erregern man sehr einfach und sicher gewinnen kann, dann ist vielleicht der Parasit euer Erreger der Wahl. Ne? Also, ne, eat your vegetables, bleibt gesund, esst mehr Obst und so weiter und so fort, 5 am Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!